Hallo und herzlich willkommen zu DIY bei Jansen. Heute möchte ich euch nur kurz zeigen, wie man eine Automation für XSense in Home Assistant einrichtet. Wie ihr XSense einrichten könnt, seht ihr hier. Und wie ihr Notifications, wie zum Beispiel über WhatsApp, Signal, Discord oder sonstiges einrichten könnt, könnt ihr hier nachschauen. Und jetzt geht's los mit dem Video. Wie immer zuerst der Haftungsausschluss. Als allererstes gehen wir auf unsere Geräte und Dienste zur XSense-Integration. Ich möchte jetzt diesen Wassermelder haben. Vielleicht ist es der oder der, keine Ahnung. Um das rauszufinden, klicken wir einfach hier auf Test. Dauert ein paar Sekunden. Okay, dieser hier piept. Das ist der richtige. Dann gehen wir auf Alarmstatus. Kopieren uns die Entitäts-ID. Danach gehen wir auf Automatisierung und Szenen. Neue Automatisierung. Neue Automatisierung erstellen, Auslöser hinzufügen, Entität, Zustand, Steuerung V, einfügen. So, wenn der Zustand zu anwechselt, wir geben noch eine LED ein für an. Das ist der erste Auslöser. Zu an ändert. Der nächste Auslöser. Zu aus. Wenn dann, wenn die ID an, das bezieht sich auf hier oben, dann Benachrichtigung per WhatsApp zum Beispiel bei mir oder Signal wird auch funktionieren. Wir nehmen WhatsApp. Alarm 1. Dann haben wir das schon fertig. Die nächste Aktion. Wieder wenn dann. Diesmal die Bedingung ID aus. Dann WhatsApp.
So, das Ganze testen wir jetzt natürlich. Dies müsste jetzt auf Anschalten und im Anschluss müsste ein Alarm auf mein Telefon kommen. Obacht, könnte kurz laut werden. Wie ihr seht, der Alarm ist angegangen. Und beides ist vorhanden. Der Alarm über die Xsens-App und der Alarm über Home Assistant. Und der Off-Alarm ist auch soeben gekommen. Da nochmal alles schön zum Nachschauen. Und das soll es für heute schon gewesen sein. Eine kurze Automation für Xsens. In dem Fall ein Wassermelder. Ihr könnt natürlich auch Temperatursensoren oder sonstiges so einrichten und Automatisierung erstellen. Viel Spaß beim Nachmachen.